Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Community Crunch hier von ARK. Community Crunch 288 Extra Live, Team Up, Sign Up, Community Corner and More. So, ja, Extra Live, ein Programm von Children's Miracle Network Hospitals. Dazu werde ich auch noch was sagen hier, aber ich habe mir das Ganze übersetzt. Und zwar hier. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Community Crunch. Diese Woche bereiten wir uns auf 4 Evolved 5 vor. Das von Dienstag, 26. Oktober, wird wahrscheinlich bei uns hier in Deutschland am 27. Oktober da sein, morgens dann bis Dienstag, 9. November stattfinden wird. In der nächsten Ausgabe von Community Crunch werden wir euch alle Details zum Event mitteilen. Zusätzlich zu 4 Evolved steht auch Extra Live vor der Tür. Wenn ihr noch nie bei unserem 24-Stunden-Stream von Extra Live reingeschaltet habt, könnt ihr euch auf etwas freuen. Wie üblich werden wir 24 Stunden lang Informationen zu ARK teilen, Spiele spielen und vor allem Geld für Kinder in Not sammeln. Das Ganze findet am 6. November um 10 Uhr PDT statt. Macht mit bei unserem siebten Extra Live Event und hilft uns Geld zusammen, Hashtag for the Kids. Wenn Sie daran interessiert sind, unserem Team beizutreten, um Geld zu sammeln, würden wir uns freuen, Sie dabei zu haben. Unter diesem Link findet ihr weitere Informationen, wenn Sie mitmachen können. Wie Sie mitmachen können. Alle Spenden gehen an die Organisation Extra Life und tragen dazu bei, die Preise des offiziellen Netzwerks zu erhöhen. Wir werden in Kürze einen Veranstaltungsplan und Einzelheiten zu den erhöhten Tarifen des offiziellen Netzes bekannt geben. So, das war jetzt im Prinzip schon der Community Crunch, also extra live, klar, hier ist der Link dazu. Beziehungsweise hier ist der Link dazu, hier unten. Wenn ihr euch das interessiert, ansonsten will ich da jetzt so auch gar nicht viel mehr sagen. Was mich interessiert, ist der 4 Evolved, das 4 Evolved 5 Event vom 26. Oktober bis 9. November. Ich bin mal gespannt, was da drin vorkommen wird, beziehungsweise wie hoch der Boost ist und was das ich was. Ein Evolution-Event gibt es diese Woche oder dieses Wochenende leider nicht. Schade. Finde ich echt schade. Ansonsten haben wir noch die Community Corner, Clips und Videos. Einmal hier das Video und das Video. Hier gibt es noch Fanart. Hier ein Allosaurus. Mega geil aus. Ist nicht schlecht. Ja. Boah. Es gibt so Sachen, das hier sieht mega geil aus. Die gefallen mir vom Zeichnen her besser. Das ist jetzt nicht so meins oder das hier, sondern das hier. Das hier sieht mega geil aus. Oder das hier. Das sieht doch mega aus. Oder hier, das noch besser. Das noch viel, viel besser, Leute. Das sieht doch richtig nice aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten, E-Game-Screenshots haben wir auch noch. Drei Stück. Den hier finde ich am geilsten. Und danach den hier. Und ja. Auf jeden Fall relativ geile dabei. Das sieht nicht schlecht aus. Aber gut, in dem Sinne, das war's für dieses Mal Community Crunch. Ich danke euch, wenn ihr dabei wart, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche Samstagmorgen wieder zu einem weiteren Community Crunch. Hier dann wahrscheinlich wirklich zu 4 Evolved 5, so wie ihr es mir mitteilen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid und sag einmal bis dahin, Servus und Tschüss.